Hallöchen, hier wieder zurück bei Harveys Neue Augen und ich finde es immer wieder schön, wie die Fraps-Zahl nach oben geht, sobald ich das die Aufnahme beende. Denn gerade eben war es ja so, ich beende die Aufnahme und sofort schnellt die Fraps-Zahl bis auf 60 hoch. Yay! Und jetzt ist sie wieder bei 17. Juhu! Naja, das Spiel läuft, wir sind glücklich und jetzt probieren wir es doch mal mit der traurigen Maske. Was? Kennen wir uns? Wer bist du denn? Ich kenne dich nicht. Warte mal. Zum Glück habe ich mir extra mal so mal sehen. An diesem Tag warst du besonders traurig. War ich besonders traurig? Traurig. Ja. Wir hatten gerade die Bodenplatten in der Kapelle verlegt, als die Tempelritter von einem konspirativen Treffen zurückkamen. Sie mussten mich erst einmal wecken, denn ich war sehr schläfrig. Dann bewarfen sie mich mit einem Apfel. Nein, warte, so war das doch gar nicht. Wieso? Das hört sich doch voll gut an. Hey, das war doch die echte Geschichte. Verfälscht sie doch nicht einfach so. Das war die reine Wahrheit. Lüge nicht. Naja, probieren wir es mit der Banane. Wird zwar auch nicht stimmen. Ich weiß es jetzt schon. Gemeint, die Geschichte ergibt hier... Ja. Also wie schon in der letzten Folge erwähnt, ich werde die Dialoge überspringen, da es eh meistens dasselbe ist, also... Apfel, haben mich mit einem Apfel beworfen, Banane, wie war das mit der Banane, aßen gemeinsam eine Banane und Kokosnuss, schenken mir eine Kokosnuss, der Stachelschwein war immer müde, der Bär stark, also lobten ihn für seine Stärke und hier der Hirsch, lobten ihn für seine heroischen Taten, und davor halt immer fröhlich, traurig und wütend. Ich weiß bloß halt nicht, in welcher Reihenfolge es gehört, deswegen probiere ich alles raus. Raus. Was? Mal sehen, welches das Richtige ist. Wart zum Glück also an dem... Sie mussten... Dann schenkten sie mir eine Kokosnuss. Nein, die Geschichte hat doch... Ja, hat wohl jemand an deiner Gedächtnisstütze herumgefriemelt, gell, alter Mann? Warst wohl du selber. Oder die Putzleute. Stachelschwein hat man gerade. Jetzt kommt der Hirsch dran. Und ein Apfel. So, alter Greis. Wach auf, ich will dich was fragen. Ja, wir kennen uns, und zwar will ich dich über die Tempelritter was fragen. Wir hatten gerade... Sie begutachteten meine Arbeit. Dann bewarfen sie mich mit... nein, die Gestatter... Okay. Das hier ist jetzt leider nur reines Ausprobieren, da ich überhaupt keine Ahnung habe, was wie hingehört. Und deswegen, ja, probiere ich es jetzt einfach aus. Vielleicht fehlt uns ja noch irgendein Teil und wir können das eigentlich noch gar nicht lösen. Zum Glück also. Aber ich wüsste gerade nicht, was wir sonst machen sollen. Wir hatten gerade... Sie begut... Gemeinsam aßen wir eine Banane. Weil im Moment gibt's ja eigentlich sonst nichts, was wir machen könnten. Und deswegen ist halt das hier gerade meine einzigste verzweifelte Tat, um weiterzukommen. Meine einzigste verzweifelte Tat, was will ich denn da? Kennen. Ja, alter Kreis, wir kennen uns. Erzähl mir eigentlich die richtige Geschichte. Dann schenkten sie mir ein... Nein. Okay, also der Hirsch war es auch nicht. Dann nehmen wir den Grizzlybär. Rein damit. Und einen Apfel bitte sehr. Und nochmal anquatschen. Sie prüft.
dann bewarfen sie mich. Nein, die Geschichte hat ja... Okay, so auch nicht. Dann die Banane. Ist blöd, dass der da immer wieder aufwachen muss. Mann. Sie gemeinsam... Nein, die da... Okay, Banane ist auch nicht. Dann die Kokosnuss. Oh, langweilt gerade echt ein bisschen. Kennen. Aha. Temperator. Warte zum An. Sie sagt mir eigentlich die Geschichte. Da hat doch jemand. Das kann doch nicht sein. Es ist denn wirklich so schwierig. Okay, traurig ist es dann auch nicht. Dann muss es ja die wütende Maske sein. Ich lasse mal den Bärenkopf drin und probiere es gleich weiter aus. Okay. Aha. Wütend. Wir hatten gerade die Bodenplatten. Sie prüften die Statik und lobten mich für meine Stärke. Dann bewarfen sie mich mit einem Apfel. Nein, die da. Oh Mann. Mann, 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 Mann. Aha. Was? An dem. Wütend. Wir hatten. Wirklich? Sie prüften. Gemein. Nein, die da hat. Wütend. Rechts. Links. Heiligt. Das Männchen. Kokosnuss rein. Alten Kreis ansprechen. Lalalala, kennen wir uns? Nee, kennen wir nicht. Wütend. Wütend. Sie dann schicken. Die Geschichte hat doch... Okay, Grizzlybär mit wütender Maske ist auch nicht. Dann probieren wir den Elch aus. Mit Apfel. Na, no, ist mir echt so ein bisschen nervenzerreibend. Kennen. Aha. Ein bisschen langweilig. Also an dem. So. Sie begut. Dann bewahren. Na, die da hat. Also so auch nicht. Vielleicht schläfrig, wütend, schläfrig, Apfel. Vielleicht. Keine Ahnung. Nein, ich kenne dich nicht, alter Greis. Wer bist du? Geh weg. Okay. Aha. Sprich mich nicht an. Warte mal. Ich wollte zu all an. Wütend. Wütend. Wir hatten gerade die Bodenplatten in der Kapelle. Sie begutachteten meine. Gemeinsam aßen wir eine Wand. Nein, die da hat. Oh Gott. Kokosnuss. Die Kokosnuss. Und jetzt lass mich bitte allein. Das erinnert mich alles zu sehr daran, wie ich damals diesem kleinen Mädchen geholfen habe, das Rätsel um die geheime Grabkammer unter der Kapelle zu lösen. Die Geschichte muss ich dir unbedingt mal erzählen. Wie bitte was? Wie bitte was? Ich hab's jetzt echt geschafft. Hä? Was? Also, ich bin gerade echt ein bisschen sprachlos. Ich hab's geschafft. Ich hätte jetzt echt nicht mehr dran gedacht.
Können wir das jetzt nehmen? Lilly widerstrebte es dem alten Mann, seine Erinnerung wiederzunehmen. Er hatte doch sonst nichts. Dann lass mal's. Ja, geil, cool. Altes Buch. Angucken. In diesem Buch waren die Erinnerungen des Alten aufgezeichnet. Das meiste war verblichen. Lediglich das Kapitel über den Bau der Klosterkapelle war noch gut zu lesen. Das würde Frank sicher interessieren. Ja, geile Sache, sage ich da mal. Also wirklich geile Sache. Ich freue mich gerade voll, vor allem, weil ich wirklich, wirklich nicht mehr dran gedacht habe, dass ich es echt schaffen könnte. Wow! Ich bin glücklich. Frankie, guck mal, Buch. Habe ich gefunden. Hab mir so ein alter, unheimlicher Mann gegeben. Was ist denn jetzt schon wieder? Nanu? Das sieht ja mal wirklich interessant aus. Aha. Mal sehen. Das sind zumindest schon mal dieselben Symbole wie auf den Bodenplatten. Aber das Muster ist ja total lückenhaft. Ich bin ein Profi, wenn es um Rätsel geht. Darum genügt für mich auch ein einziger Blick, um zweifelsfrei festzustellen, ja, das hier ist ein Rätsel. Aber die Seite mit den Auflösungen scheint zu fehlen. So ist das Buch für mich wertlos. Es sei denn natürlich, du hast die Lösung. Ja, ist das Mutterschiff schließlich abgeholt hatte? Was heißt das Mutterschiff? Schließlich abgehoben hatte. Aha, okay. Kam Bruder Bodo die plötzliche Eingebung, dass die Wappen der vier Ordensgemeinschaften lieber so anordnen sollten, dass weder in einer Reihe noch in einer Spalte oder gar in einem Quadrat dasselbe Symbol zu finden war. Hernach musste nur noch die Position der geheimen Grabkammer festgelegt werden. Aufgrund der statistischen Anomalie des Klosterfundaments war es nicht möglich, die Grabkammer längs von einem Wappen der Wendehalslöwen zu platzieren, das direkt unter dem Wappen der Kleeschweinfloss lag. Also musste sie irgendwo rechts davon platziert werden. Oh mein Gott. Kann man das auch vorlesen lassen? Nee, schade. Ich muss auf jeden Fall jetzt hier erstmal, wie heißt's? Sudoku spielen. Dann machen wir doch mal. Und zwar kommt hier ein Schwein rein und hier ein Löwe. Und da ein, das hier, und da ein Löwe, und da kommt ein Zungenviechen, hier kommt so ein Dreidingwappen hin, ein Löwe, diese Eule. Und Zunge. Fertig. Fertig? Mann, warte. Fertig. Ach so. Ah, jetzt hat. Jetzt muss ich hier also das hier einfügen. Oder wie? Das hier ist das. Und das hier ist das hier. Und das hier ist das. Oder? Gibt es da noch mehr von diesen Dingern? Das da. Vielleicht. Ja, ja, das muss es sein. Ich habe das Rätsel gelöst. Danke, dass du das Buch so lange gehalten hast. Du stehst übrigens im Weg. Darf ich mal? Er hat das Rätsel gelöst und ich stehe nur im Weg. Ja, ja. Nun, da Frank mit dem Bohren aufgehört hatte, konnte Lilly endlich Garrett aus der Reserve locken.
Lilly kauerte sich in den Beichtstuhl und wartete. In der Kapelle war alles ruhig. Bis auf Frank, der seine Aufregung kaum zügeln konnte. Wow! Wenn diese Knochen kein Hinweis auf eine Kirchenverschwörung sind, dann fress ich Tom Hanks Doppelkinn. Und was ist das? Hey, hier geht's ja noch weiter. Nur noch diese Steinplatte durchbohren und... Das ist doch ein Schwert! Ein echtes Templerschwert! Ich werd verrückt! Mann, das sitzt aber fest! Ich hoffe, diese Strebe da ist kein Tragungsteil. Der Aufschlag hallte in der ganzen Kirche wieder. Lilly war versucht nachzuschauen, doch dann hörte sie Schritte nahen. Oh! Ah, herrliche, willkommene Stille. Endlich kann ich meinen Horchposten wieder beziehen. Wie sich der auch nicht wundert. Tier. Hey, was soll das? Bist du das, Lilly? Findest du das etwa komisch? Lass mich sofort hier raus. Lilly war unwohl bei der Sache. Jemand in einen Beichtstuhl zu sperren, war möglicherweise kein angemessenes Betragen für ein braves Mädchen. Andererseits hatte sie Edna damit einen großen Gefallen getan. Sie konnte es kaum abwarten, ihrer besten Freundin davon zu berichten. Oh, krasse Sache. Garrett ist also außer Gefecht gesetzt. Sehr gut, aber die Gefahr ist noch nicht vorbei. Bevor ich das Kloster verlassen kann, musst du mir helfen, meine Spuren zu verwischen. Der Doktor darf keinen Hinweis darauf finden, dass ich jemals hier war. Könntest du das für mich tun? Aha. Prima. Mal sehen. Als erstes müsstest du den Luftballon entfernen, den ich in der Haupthalle hinterlassen habe. Da ist sogar ein Porträt von mir drauf. Der Doktor würde mich sofort erkennen. Dann habe ich bei der Schuluhr mit Knallfröschen gespielt. Sagen wir einfach, es war Teil eines Wetterexperiments. Und es wäre auch geglückt, wenn ich einen echten DeLorean gehabt hätte. Du ahnst ja nicht, wie schwer es ist, einen Rasenmäher auf 80 Meilen pro Stunde zu beschleunigen. Und natürlich musst du die Widmung am Schaukelbaum entfernen. Das tut mir zwar genauso weh wie dir, aber einen besseren Beweis für meine Anwesenheit könnte ich dem Doktor wohl kaum liefern. Meinst du schaffst das alles? Aha. Danke, Lilly. Du bist die Beste. Sie wollte also zurück in die Zukunft reisen mit ihrem DeLorean. Wie geil. Ja gut. Dann haben wir ja jetzt drei neue Aufträge. Hi Shai, wie geht's dir? Hallo Lilly. Ich hab gerade an Riot Girl gedacht. Riot Girl ist voll cool. Weil Riot Girl Shibuya-Klamotten trägt. Ist das nicht unglaublich faszinierend? Zuka findet auch, dass Riot Girl voll cool ist. Und Zuka mag auch Shibuya. Shibuya ist voll cool. Findest du nicht auch? Ja, ja. Ja, das kann einen schon mal nachdenklich machen. Ich denke viel zu viel über so Sachen nach. Mein Kopf ist schon ganz schummrig. Aber Riot Girl ist cool, nicht wahr? Ja, ja. Ist cool. Voll. Da fällt mir gerade ein, ich muss mal wieder Folgenpause machen. Juhu, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao.